ein neues Video von mir. Nach 2 Wochen jetzt. The fuck? Was war das für ein Geräusch? Tomate! Wieso habe ich so lange kein Video rausgebracht? Lange. Das lag daran, dass ich privat ziemlich beschäftigt war und auch mit der Schule, weil ich habe Tests geschrieben und sowas und so ein Zeugs halt. Und ja, jetzt versuche ich wieder wöchentlich Videos zu machen. Ich werde mal versuchen, so um die 1 bis 2 Videos eine Woche rauszubringen und euch ein bisschen zu unterhalten, aber ja, ich gebe mein Bestes. Also, das heutige Video ist Cosplay. Mach es richtig oder gar nicht. Der eine oder andere kann sich vielleicht vorstellen, was das für ein Video wird. Also, in diesem Video geht es darum, Vorurteile über Cosplayer oder allgemein das Thema Cosplay zu schildern und diesen zu widersprechen, weil viele sehr viele Vorurteile haben, was Cosplay betrifft, beziehungsweise eigene Meinungen, die nicht unbedingt erwünscht sind und auch nicht unbedingt richtig. Und deswegen will ich nochmal näher darauf eingehen, damit, keine Ahnung wofür, damit es vielleicht weniger werden. Punkt 1. Es ist egal, ob du klein wie ich oder groß bist, dick oder dünn, einen kleinen oder großen Vorbau hast, 13 oder 33 Jahre alt bist. Das ist völlig egal. Du kannst auch cosplayen, wen du willst. Niemand verbietet dir, nein, du darfst den nicht cosplayen, du bist zu klein dafür. Oder beispielsweise Jinx aus League of Legends. Der Charakter hat nicht wirklich große Brüste. Und dann werden manche Cosplayerinnen, auf die einen etwas größeren Vorbau haben, denen wird dann von Leuten gesagt, die noch nicht einmal cosplayen, ja, du hast deinen großen Vorbau, du passt nicht zu Jinx. Niemand, wirklich niemand hat das Recht, dir zu sagen, wen du cosplayen darfst oder solltest oder nicht darfst. Es ist dein Körper und dein Cosplay. Und dafür musst du dich nicht verändern, weder körperlich noch seelisch oder irgendwie anders. Bleib einfach du. Und bleib einfach du. Punkt 2. Es ist so egal, ob du einen Cosplay selber nähst oder ob du es kaufst oder ob du eine Rüstung aus Roblox selber baust. Beim Cosplay geht es nicht darum, wer am besten nähen kann, wer am besten bauen kann, wer sich am besten schminken kann oder sonstiges Zeugs, was mit Cosplay zu tun hat. Es geht darum, dass du Spaß hast und dass du dir wenigstens Mühe gibst, einen Charakter darzustellen. Nicht jeder auf der Welt kann alles, es ist noch kein Meister von mir gefallen. Und solange du Spaß hast zu cosplayen und solange du es so gut es geht versuchst, den Charakter darzustellen, ist es ein Cosplay und es hat immer noch Lob verdient. Punkt 3. Wenn Freunde dich fragen, bei einer Cosplay-Gruppe mitzumachen, wovon du die Serie, den Anime oder den Manga oder sonstiges nicht magst, dann würde ich dir davon abraten mitzumachen, weil ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst keinen Spaß daran haben. Okay, wenn man in einer Gruppe ist, hat man eigentlich immer Spaß, aber du wirst halt nicht so viel Spaß haben, wie als wenn du ein Cosplay machst, was dir selber wirklich gefällt und wo du die Serie magst, wo du dich in den Charakter besser hineinversetzen kannst. Also zwing dich nicht mitzumachen, deine Freunde werden dich schon nicht hassen dafür. Oder umbringen oder was weiß ich, meine Kamera ist leer. Punkt 4. Du musst nicht durchgängig in der Rolle des Charakters sein, den du cosplayst. Niemand zwingt dich dazu beispielsweise durchgängig den ganzen Tag, keine Ahnung, 10 Stunden lang auf allen Vieren zu laufen. Irgendwann hast du auch Rückenschmerzen oder keinen Bock mehr einfach. Du musst wirklich nicht durchgängig in der Rolle des Charakters sein. Du kannst auch immer du selbst sein und unter Freunden ist man ja meistens eher als auf einer Convention, also gönn dir eine Pause. Es ist dein Cosplay, dein Werk und dein Körper. Und das kann dir keiner nehmen. Es ist deine Sache, dein Hobby und deine Freizeit. Du hast Spaß dran. Du bist Cosplayer. Ein kleiner Teil einer riesigen und wachsenden Community. Sei stolz drauf und lass dir dein Hobby von niemandem nehmen. Also mach etwas draus. Tomate! Am Ende des Videos wollte ich euch mal meinen neuen Pullover zeigen. Der ist von manganime.de und ich finde richtig cool, er ist richtig flauschig. Ich mag das Logo von ihm total. Nice work. Also checkt mal seinen Kanal aus, ist unten in der Beschreibung, wie gesagt. Und lasst vielleicht ein Abo da, falls es euch gefällt, wenn ihr ihn nicht schon abonniert habt. Arigato.